Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Es ist schon 2:30 Uhr mittags am Freitag. Ich bin gerade mega erschrocken, weil es wäre mal Zeit, was zu essen. Aber ich habe heute schon super viel geschafft. Ich war heute schon beim Sport. Ich habe schon einen Kundenauftrag gemacht. Ich habe ganz viele Videos gedreht, vor allen Dingen für die Webseite, die jetzt am Entstehen ist. Ich habe alle Vorschaubilder gemacht, das überall hochgeladen und. Deswegen ist es jetzt schon 2:30 Uhr. Und wenn ich so in mich hineinhorche, habe ich jetzt auch Hunger. Und deswegen muss ich mir jetzt schnell was zu essen machen. Guck mal, was ich Tolles bekommen habe. Das inoffizielle Harry Potter Bastelbuch. Das verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Und ich hatte ja schon mal erzählt, Das sieht ja geil aus. Dass ich im Winter, Weihnachten eine komplette Harry Potter Deko machen möchte. Das hier sind übrigens die Vorlagen für die Sachen, die man basteln kann. Genau. Und ich möchte auf jeden Fall Zauberstäbe machen und Schnatze. Ist das die Mehrzahl von Schnatz? Ich würde super gerne die Karte des Rumtreibers machen. Ich habe schon dunkelrote Kerzen und goldene Kerzen und dunkelgrüne Kerzen. Und aus diesem Bastelbuch werde ich auch einiges machen. Das ist übrigens auch super genial, wenn ihr einen Harry Potter Geburtstag machen wollt. Habt ihr nämlich Einladungskarten, hier diese Schokofrösche und Spiele, die man spielen kann. Also dafür ist es halt auch richtig, richtig mega gut. Das hier ist, wie gesagt, die Karte des Rumtreibers. Die würde ich ja super gerne machen. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Und hier habt ihr zum Beispiel Geschirr bzw. auch Gläser, die man dann so ein bisschen Harry Potter-mäßig gestalten kann. Und was ich auch super cool finde, sind hier diese Putzmittel mit diesen neuen Aufklebern drauf. Und was ich auch richtig cool finde, zeige ich euch jetzt das hier. Felix Felicis, also flüssiges Glück. Kann man halt super cool verschenken oder dann zum Harry Potter Geburtstag als Mitgebsel mitgeben. Genau, das verlinke ich euch super gerne mal unten in der Infobox. Und ich freue mich ja schon so sehr auf meinen Geburtstag, beziehungsweise auf November, weil es ja dann die 4. illustrierte Ausgabe neu gibt und außerdem kommt im Kino der 2. Teil von Magische Tierwesen. Das ist also um meinen Geburtstag rum ist immer eine sehr gute Harry Potter Zeit. Ich habe ein klitzekleines Problem und es hat mit Vögeln zu tun. Ich konnte mir den Wortwitz nicht verkneifen. Es ist gerade mit einem mega lauten Rums ein Vogel gegen dieses Fenster hier geknallt. Und der lag dann erstmal auf dem Rücken auf meinem Balkon, hat es dann geschafft, sich aufzurichten, aber jetzt sitzt er da. Und so wie der aussieht, ist das kein Vogel aus freier Wildbahn, sondern ich glaube ein Wellensittich oder sowas. Aber ich habe echt Schiss vor Vögeln. Ich habe wirklich Angst vor denen. Ich kann den nicht anfassen. Und selbst wenn, was mache ich dann mit dem? Ich habe nicht mal einen Karton, wo ich den reinsetzen kann. Und dann bleibt er da auch nicht drin. Und was mache ich dann mit dem? Meine Freundin hat gerade gesagt, so kommt man auch zu einem Haustier. Aber bitte alles, aber kein Vogel. Aber sie sagt, das ist jetzt Schicksal. So, ich habe euch jetzt mal rangezoomt. Der hat sich bestimmt auch wehgetan. Hier liegt irgendwas. Ich weiß nicht, ob das von ihm ist. Nee, ich glaube nicht, oder? Oder ist das ein Bein? Oh Gott, hoppla, ist das kein Bein. Der tut mir halt auch so leid, aber ich kann den nicht anfassen. Ich habe jetzt nach Rettung gerufen. Ich hoffe, die trifft gleich ein. Mann, alles, aber kein Vogel. Ist jemandem von euch schon mal sowas passiert? Ich habe schon mal einen Frosch überfahren, aber das war's dann auch. So, meine Mama kommt jetzt. Die ist da ein bisschen weniger zimperlich als ich. Aber ich weiß immer noch nicht, was wir dann mit dem machen. Meine Schwester hatte auch schon mal einen Vogel auf dem Balkon. Meine Schwester ist gerade nicht verfügbar. Mann, alles, ne? Mir hätte eine Katze auf dem Balkon fliegen können oder ein Hund. Aber kein Vogel, ich will keinen Vogel haben. Er ist jetzt in die Wohnung geflogen. Ich fasse den nicht an. Nee, du musst ihn nicht. Fragt sie mich wirklich, ob ich wirklich so einen Schiss habe. Ja, ich habe so einen Schiss. Also, wir haben den jetzt in einem Karton. Und wir fahren den jetzt ins Tierheim, weil was sollen wir mit diesem Vogel machen? Und dann gucken wir mal, was die uns sagen. Der ist jetzt da unten. Also, ich fange von vorn an. Also meine Mutter kam dann mit einem Schuhkarton und wir haben in den Deckel dann Löcher reingemacht. Und sie hat dann versucht, auf dem Balkon diesen Vogel einzufangen. Hat nicht so gut funktioniert, dann hatte ich den hier in der Wohnung rumfliegen. Ich.
Und dann hat sie ihn aber hier drin einfangen können und dann standen wir halt da und waren so, ja, und was machen wir jetzt mit dem? Und dann habe ich aber im Tierheim angerufen und dann haben wir den jetzt ins Tierheim gebracht. Und es ist kein Wellensittich, er ist zu groß für einen Wellensittich, aber sie wissen auch nicht, was es sonst ist. An ihm war sonst noch alles dran. Er konnte auch fliegen, denn die haben dann schön großkotzig den Karton da aufgemacht und auch aufgelassen und dann ist dieser Vogel natürlich weggeflogen. Und in dem Büro ganz hoch an die Decke geflogen und da war so ein Regal und dort standen so Transportboxen für Katzen und Hunde und da ist er in so eine Ecke. Da, die waren so groß wie ich, die Frauen, die kommen selbst mit einer Leiter nicht da oben hin. Und beim Losfliegen hat er seinen kompletten Schwanz verloren. Also die kompletten Schwanzfedern lagen dann in dem Schuhkarton. Der hatte, glaube ich, keine einzige Schwanzfeder mehr dran. Ich glaube, das ist auch nicht so gesund. Die sagte dann zwar, ach, das wächst doch nach, aber ich weiß nicht. Sondern fragte sie mich, wenn dann jemand kommt, also die stellen das halt auf die Webseite vom Tierheim, dass sie den jetzt halt gefunden haben oder dass der abgegeben wurde. Und wenn da dann jemand kommt, ob es okay wäre, meine Adresse weiterzugeben, weil manchmal wollen sich die Halter bedanken, dass man den Vogel gerettet hat. Habe ich gesagt, ja, von mir aus. Vielleicht ist der Halter dieses Vogels ein unglaublich attraktiver Single-Mann. Dann würde ich den nicht nehmen, weil der einen Vogel hat. Eigentlich müsste ich arbeiten. Eigentlich steht noch was auf meiner To-Do-Liste für heute, aber ich muss immer arbeiten. Ich habe immer was zu arbeiten und ich habe mich dazu entschieden, heute nicht mehr zu arbeiten. Ich habe mir jetzt erstmal einen Chor wach gemacht und mir gerade die Fußnägel neu lackiert. Und zwar habe ich genommen von Catrice, von diesem Last Up to 7 Days Without Top Coat. Und zwar die Farbe 33 Pink Outside the Box. Genau. Und auf die Fingernägel mache ich heute meine geliebten Manhattan-Nagellacke. Die sind wirklich sehr, 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 sehr gut. Und da mache ich heute folgende Nummer drauf. Da. Die 745 Violet en Vogue. Genau. Und werde noch was lesen. Und dann gucken wir mal weiter. Guten Morgen am Samstag. Ich bin tatsächlich vor meinem Wecker noch wach geworden und ja, habe mich schon fertig gemacht. Bin jetzt gerade dabei, mein Frühstück zu machen, denn ich weiß gerade nicht ganz genau, wie spät es ist, aber ich glaube, in so einer halben Stunde muss ich los und treffe mich mit meiner Mama und mit meiner Oma und wir wollen auf einen Naturmarkt fahren. Ich bin sehr gespannt, das ist sowas, da will ich seit Jahren hin, bestimmt seit 4 oder 5 Jahren möchte ich da hinfahren. Das ist immer nur an einem Tag, einmal im Jahr und es hat immer nicht gepasst. Und dieses Jahr passt es endlich und ich bin super gespannt und freue mich drauf. Und werde mal gucken, ob ich euch ein paar Einblicke davon geben kann, ansonsten erzähle ich euch dann einfach gerne nachher davon. Also es war super, super schön, richtig gut. Ich denke, da werden wir jetzt auch jedes Jahr versuchen hinzufahren. Und den kleinen Kern habe ich mir von da mitgenommen. Kann man sicherlich auch super selber machen, wenn man so ein bisschen Heu zu Hause hat. Richtig, richtig cool. Genau, und ein paar Pflanzen haben wir mitgenommen. Und ja, ich glaube aber nächstes Jahr, jetzt weiß man, was es alles gibt und so, werden wir dann mit größeren Tüten bzw. Einkaufskörben wieder nach Hause fahren. So, und ich räume jetzt hier noch ein ganz klein bisschen auf und schiebe dann einen Apple Crumble in den Ofen, weil es kommt gleich eine Schulfreundin von früher, 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 früher und wir wollen zusammen quatschen. Ganz lange. Ich freue mich ganz toll. Wer mir hier schon seit ein paar Jahren folgt, der weiß, dass ich jetzt schon zum dritten Mal bei Kerzenlieferant bestellt habe. Da kommt immer so ein riesengroßer Karton und da sind dann meine Kerzen für Herbst und Winter drin. Und Kerzenlieferant ist wirklich qualitativ und preislich für mich der beste Shop. Wirklich zu guten Preisen, wirklich guten, guten Preisen bekommt ihr eine echt gute Qualität. Und ich wollte euch mal zeigen, was es bei mir dieses Jahr gab.
Zum einen hellgrüne Kerzen für meine Herbstdeko. Dann ein paar von den roten hatte ich noch vom letzten Jahr. Jetzt weiß ich nicht hundertprozentig, welche die vom letzten Jahr sind. Ich meine, das könnten vielleicht sogar die sein, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also rote und dann aber nochmal welche. Rote mit so einem Schimmergold, würde ich sagen. Und dunkelgrüne. Auch sehr, sehr geil. Und die sind zusammen mit den goldenen, warte, die kann ich euch auch noch zeigen. Mit den goldenen, die hatte ich mir auch schon letztes Jahr bestellt, sind die Teil meiner Weihnachtsdeko, weil dieses Jahr wird's ja, ist zu Weihnachten angesagt, Harry Potter-Thema. Und da mache ich Gold, Dunkelgrün und Dunkelrot. So ein bisschen Slytherin, Gryffindor-mäßig. Da mache ich auch ganz, ganz viel selber. Also, wenn euch meine Harry Potter DIYs interessieren, schreibt das jetzt mal super gerne in die Kommentare. Hätten wir also die Basics geklärt und dann sind auch immer meine Duftkerzen von Kerzenlieferanten. Ich zeige euch mal, was ich in diesem Jahr bekommen habe, was auch so ein bisschen was Neues ist. Und zwar zum einen dieses riesengroße Glas. Wie mega cool ist das denn bitte? Das ist mit Sandelholz. Und die riechen alle riechen mega toll. So leicht süßlich, aber nicht zu schwer, nicht zu penetrant. Also wirklich super, super lecker. Dann haben wir den hier. Das wird mein Herbstduft. Meine Herbstduftkerze, die ist halt schon mal einfach so schön. Wie schön ist die bitte? Stand hier der Duft mit drauf? Ja, ich glaube schon. Forest Dream ist das. Mega schönes Glas. Dann haben wir auch, das Glas ist auch super, super schön. So Dreidocht. Frosted Garden Jardin Gelée. Sieht auch super schön aus, oder? So schön. Und dann haben wir noch zwei kleinere. Hier, das sieht auch wieder sehr schön aus. Das hebe ich mir dann auch für die Weihnachtszeit auf. Das ist Amarena. Und dieses hier. Von diesen kleinen habe ich wirklich jedes Jahr welche gehabt. Und das finde ich ist auch so schön gemacht. Home Comfort. Steht hier noch mal was? Nö, Scented Candle. Genau. Die riechen alle super, super lecker. Und dann habe ich was Neues bekommen. Das hebe ich mir auch für die Weihnachtszeit auf. Und zwar, das ist erstmal das Glas. Und in dieses Glas kommen diese Kerzen, damit das dann so schön aussieht und das dann quasi an die Wand geworfen wird. Da brauche ich dann noch einen tollen Platz, damit das schön wirkt. Und das sind die Kerzen, die Sparkle Lights, die da reinkommen. Aber das hebe ich mir, wie gesagt, für die Weihnachtszeit mit auf. Und da zeige ich euch ja dann sowieso auch wieder meine Deko. Eben weil es dieses Jahr halt eine wirklich richtig geile Harry Potter Deko gibt, die auch ein bisschen aufwendiger ist. Und da zeige ich euch das dann natürlich sehr gerne nochmal, wenn ihr möchtet. Was ich zum ersten Mal von Kerzenlieferant bekommen habe, und das ist auch schon im Einsatz, ich kann euch gar nicht mehr die Verpackung zeigen, ist so ein Raumduft, ne? Den, glaube ich, jeder kennt, habe ich immer im Flur stehen, dass einen gleich so ein toller Duft empfängt, wenn man hier bei uns zur Haustür reinkommt. Und das ist der Herbstduft. Nee, steht leider nichts drauf. Aber riecht sehr, 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 sehr gut. Also auch sowas bekommt ihr da. Ich habe euch Kerzenlieferant unten in der Infobox verlinkt. Also wie gesagt, es sagt schon was aus, dass das wirklich mein drittes Jahr in Folge ist, was ich da bestelle. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich für mich von allen, was es so gibt, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Also schaut euch das unbedingt mal an. Wir können ja mal hier auf meinem Fensterbrett starten im Wohnzimmer. Die habe ich mal gekauft bei Partylight. Die sind so schön. Die stehen bei mir eigentlich fast ganzjährig, weil es immer passt. So, und hier seht ihr die hellgrünen Kerzen von Kerzenlieferant. Die habe ich in so einem Kerzentablett. Das ist von Ikea, glaube ich. Und dann habe ich hier noch so Holzherzen in Weiß und in Braun oder in Natur. Die gab es bei Rossmann. Solche Streuteile, die habe ich damit reingemacht. Und hier haben wir einfach die zweite.
Dann habe ich hier noch so ein bisschen Gebimmel an meiner Balkontür. So, und hier geht es dann weiter. Die kennt ihr auch. Die habe ich schon jahrelang. Die stehen immer mal wieder woanders, auch mal gerne auf dem Balkon. Das sind meine, ich sag mal, Vogelkäfige. Ein großer und ein kleiner. Und hier, den habe ich einfach mit solchen Sachen gefüllt. Und hier habe ich quasi nochmal die Herzen von Rossmann. Genau. Sieht ganz schön aus, vor allen Dingen, wenn es dunkel ist und Kerzenlicht einen Schatten hinten an die Wand wirft. Dann kommt das richtig, richtig cool. So, das hier, also das Tablett gibt es übrigens bei Rossmann, wenn ihr mich fragen solltet. Habe ich zum Einzug von einer Freundin geschenkt bekommen. Und das steht eigentlich immer permanent auf meinem Wohnzimmertisch und wird dann einfach jahreszeitlich angepasst. Und da habe ich hier so Streuteile reingemacht. Und diese tolle Kerze von Kerzenlieferant. Die macht halt schon optisch so viel her und passt halt hier mega, mega gut rein. Und hier vor dem Fernseher ist die Ecke der Kinder und soll es auch bleiben. Die sieht auch jeden Tag anders aus. Hier habe ich so Keramikteile, die ich mal vor Jahren bei Aldi gekauft habe. Und gestern haben die Kinder die wie folgt hingesetzt. Die Geister mussten auf den Fliegenpilzen sitzen. Hier hinten sind noch so ein paar Sachen versteckt, ein paar Kürbisse. Und die Raben mussten auf die Grünpilze. Und das sieht wirklich jeden Tag anders aus. Und hier diese Filzteile habe ich bei McGuides gekauft. Genau. Und ich möchte das eigentlich auch so beibehalten, dass das so eine Ecke wird, wo die Kinder gerne dran rumfummeln können. Deswegen habe ich ja vor kurzem bei Instagram euch gefragt nach einer tollen Holzkrippe für Kinder und habe auch eine wunderschöne gefunden, die es dann dieses Jahr zu Weihnachten geben wird und die dann einfach hier steht und die Kinder damit spielen können. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. So, ich bekomme jetzt gleich Besuch und dann machen wir uns noch einen ganz, ganz entspannten, chilligen Abend. Da haben wir heute beide Bock drauf. Und falls wir spontan dann doch noch weg wollen, können wir das ja immer noch machen. Aber erstmal nicht. Und euch sehe ich dann morgen wieder. Hallo am Sonntag, es ist 2 Uhr nachmittags. Ich habe noch nichts gevloggt. Und ich habe auch noch kein Mittagessen gegessen. Das mache ich nämlich, also das koche ich mir gerade. Es war auch nicht so spannend bisher. Ich bin erst um 2 ins Bett, aber um 8 wieder aufgestanden, habe dann gearbeitet. Und ich war mega überrascht und so, 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 so glücklich. Ich starte ja am Montag die Meditations-Challenge und es gab schon über 50 Anmeldungen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich freue mich total. Das wird so, 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 so schön. Und ich mache es mir jetzt an diesem Sonntag auch noch schön. Ich esse jetzt erstmal was Leckeres, dann treffe ich mich mit meiner Schwester und meinem Schwager. Danach geht es nochmal zur Familie. Und dann haben wir heute Abend noch ein gemeinsames Hangout. Das ist wirklich sehr, sehr schön und die Sonne scheint wieder. Und es ist sehr, 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 sehr schön, wenn es nicht einige dumme Menschen gäbe. Aber mein Motto, Karma wird alles regeln. Gutes den Guten und Böses dem Bösen. Und das findet ja schon statt, das passiert ja schon. Genau. So viel heute dazu. Mir fällt dann bestimmt noch irgendwas ein, was ich erzählen kann. Aber ich muss jetzt erstmal unbedingt was essen. Ich liebe, liebe, liebe Momente der Inspiration. Das ist so schön. Pass auf. Und zwar habe ich ein paar Kommentare von euch auf Instagram gerade gelesen und dann so ein bisschen darüber nachgedacht. Da kam ein Gedanke zum anderen. Und es gibt ja schon ein Buch von mir, so ein Energieratgeber für Mamas. Das Kinderbuch erscheint jetzt auch noch im September bald. Und dann hätte ich ja Platz für ein neues, drittes Buchprojekt. Und mir ist gerade eingefallen, um was es darum gehen soll und was ich machen möchte. Und mir sprießen schon gerade wieder so viele Ideen, dass ich mir jetzt unbedingt was zu schreiben nehmen muss und das alles aufschreiben muss. Und jetzt bin ich schon wieder so aufgeregt. Und das ist das auch, was mich motiviert und was mein Leben so schön macht und warum ich so glücklich bin. So, jetzt war ich viel, 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 viel länger unterwegs als geplant und habe jetzt nur noch eine Stunde bis zum Livestream. Ich muss mir jetzt erstmal was zu essen machen. Ich wollte mir einen Dinkelsalat machen. Das Rezept habe ich tatsächlich auf YouTube gesehen die Woche. Ich habe mir dann alles dafür eingekauft und werde den jetzt noch schnell machen. Da zeige ich euch noch ein bisschen, wie ich den mache. Und dann muss ich noch allerhand andere Sachen machen, bis ich in der Stunde live gehen kann. Okay, also weniger quatschen und anfangen. So, was ich Talent nicht auf dem Schirm hatte, war, dass ich den Dinkel erst kochen muss. Und dass das 35 Minuten dauert und so viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr. Also gibt es den Dinkelsalat erst morgen. Das Video zum Dinkelsalat kann ich euch ja trotzdem unten in die Infobox setzen, falls das interessant für euch ist. Oh Gott, Leute, was war das wieder schön. Das war wieder ein echt sehr, sehr schöner Livestream. Und wir haben gerade besprochen,
dass wir nächste Woche Sonntag, da habe ich eigentlich keinen kinderfrei, dass wir da aber auch nochmal einen Livestream machen und da dann einen späten, weil ich da halt erst spät kann und ich weiß, dass viele von euch das auch besser fänden, wenn es ein bisschen später ist. Und da machen wir also nächste Woche Sonntag, beziehungsweise für euch ist das jetzt die Woche Sonntag, ein so gegen 21, 21.15 Uhr. Ich hoffe, der Vlog hat euch wieder gefallen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!